Und damit geht's weiter mit Part Nummer 4 von unserem Abenteuer in Mindrim RPG. Dabei sind natürlich wieder Shadow, Shino und Kiwi und hi. Wir nehmen einfach mal die nächste Quest an. Wir sind jetzt endlich in einer Gilde. Ihr seid schon in der Gilde? Ah, ja, stimmt. Wir sind jetzt in der Gilde. Richtig. In den Gilden, genau. Und wir wurden gerade von dem Blackie gefragt, ob wir den Enddungeon mithauen wollen. Können wir das so einfach? Mit Level 2. Mit Level 2. Scheint so. Einfach so aus Spaß? Frag mal. Wenn das geht, dann sind wir doch dabei. Lass mal fragen. Geht das so einfach? Fragezeichen. Okay. Lol, das ist cool. Das ist jetzt eine Überraschung. Wow. Jetzt schon in Folge 4 den Enddungeon zeigen. YOLO. Das ist doch mal eine coole Sache. Ja. Ja, eigentlich gehört das ja ans Ende, ne? Aber... Nein, das ist bloß der End-Dungeon, also der Dungeon im End. Ich hab eine Quest, die passt so perfekt in die Farmwelt, ne? 32 Schweinefleisch besorgen. Haben wir die jetzt, ja? Ich hab die Quest. Was ist die für eine Quest? Ich auch. 32 Pferdefleisch. 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 Kiwi, hast du zufällig noch eine Axt für mich? Kiwi? Brauchst du eine Axt? Ich hätte gerne eine, weil ich keine Waffe habe. Gehen wir jetzt mal eine tolle Waffe basteln aus Diamanten. Hört uns Kiwi. Wenn ich es überhaupt sagen kann. Shadow, bist du da? Ja, bin da. Kann Kiwi uns hören? Ja. Ja, Kiwi, bist du da? Hallo. Na, jetzt hören wir dich wieder. Ich wollte dich fragen, ob du eine Axt hast für mich. Ja, ich muss nur eine... Oder kann ich eigentlich auch schon ein Steinschwert tragen? Ja, ich kann dir auch eine Steinspitzhacke geben. Oh, dann, ich hätte gerne ein Steinschwert, ein Steinschwert, wenn es geht. Ich hab eine Steinspitzhacke. Kann ich ein Eisenschwert schon tragen? Ich glaube nicht. Also ich konnte, also eine Eisenspitzhacke konnte ich tragen, vorhin. Ein Buch zum Zaubern. Wo? Eins hast. Nein, ich hab kein Verzauberungsdings. Ich habe ein Identifizierungsbuch. Wenn du eins findest, kannst du das hier mal benutzen. Ich hab ein Identifizierungsbuch, wenn du das meinst. Ja, genau. Mal fraglich, oder? Wo ist denn Chino? Ich bin gerade am Spawn. Ich hole mal gerade meine Diamanten. Hast du so ein Buch? Chino, in der Stadt steht auch so ein Ding. Dann gib's ja, ich weiß. Ist mir auch gerade eingefallen. Aber ich hätte eigentlich gerne irgendwie ein Steinschwert oder so gehabt. Hier gibt's Eisenschwert. Ich nehme mir mal eins mal hier raus aus der Questkiste, aber ich glaube kaum, dass ich das benutzen werden kann, oder? Ich probiere einfach mal, ob ich das Diamantschwert benutzen kann, weil ich habe 8 Diamanten. Ich nehme auch mir aus der Questkiste mal einfach mal hier so... Einfach weil ich es kann. Ich habe jetzt einfach mal den Beta-Tester eingeladen, ne? Jo. Mit uns zu sprechen. Oh, warte mal. Du hast to receive more. Warte mal, nee. Ich brauche eine Werkbank. Schönen guten Abend, Blackie. Hallöchen. Beta-Tester. Hallo. Hallo, Herr Beta-Tester. Sie sind jetzt erfolgreich in einem YouTube-Video. Yay. Wie klappt denn das? Kannst du jetzt einfach uns in den End-Dungeon einladen? Keine Ahnung, das muss ich Keks fragen, wie das geht. Okay. Und dann schreibt man den Keks an. Ich kann nichts craften! Der hat ein Dierschwert in der Hand. Ich hab's mit der Quest craften genommen. Dierschwert kann nur ein Krieger haben. Kann ich das auch auf jedem Level schon tragen? Ich glaube, das geht jetzt ab dem Gewissen. Ich probier's einfach mal. Du musst dann gleich in die Farmwelt gehen. Auf der Kiste kannst du es ganz einfach nehmen, aber. Aber warum kann ich nichts craften? Das ist voll doof. Ich kann mir nicht mal einen Bogen machen. Einen Bogen. Das geht nur als Assassin, glaube ich. Ja, ich bin ja Assassin. Dann musst du den Skill Pfeil und Bogen lernen. Müsst du überhaupt mal wissen, wie ich überhaupt in den Skill reinkomme? Wir haben den ersten Seed unten im Dings. Oh. Du musst erstmal. Ich hab schon, Wie komme ich eigentlich auf den Skilltree nochmal? Slash Class Skills. Und wie benutze ich das jetzt? Wo hab ich denn da Skills überhaupt? Du musst erstmal schauen, ob du Skillpunkte hast. Level 30. Ach, auch da steht auch das Level. Und den Level kann ich benutzen, ne? Machst du denn alles? Ach so, hier passiv und dann gezielt. Ich hab fast jeden Skill. Einfach. Und wie ziehe ich das in meine Leiste rein? Du tippst auf die Zahl, auf der du es dort vom Kürbissamen hast. Okay. Boah, cool, ich kann sogar Blut saugen. Also, wenn du es auf der 2 jetzt hast, drückst du jetzt einfach auf die 2 und dort hast du dann einen Skill. Ich weiß nicht, welche gezielt sind aktive Skills, die ich benutzen kann, ne? Pfeil und Bogen. Hä, aber dann bleibt es nicht drinne. Also ich drücke ja zum Beispiel auf Halt. Jetzt hast du schon Skill auf beide. Hast du schon mal mit links drauf drückt auf Pfeil und Bogen? Ja.
Hab den jetzt. Aber also, ich hab noch keinen Bogen. Hat einer einen Bogen von euch? Warte. Hier, der Skill, der bleibt nicht in meiner Leiste drin. Ich drück 4, dann wird er kurz einmal angezeigt unter Leisten, aber dann der geht er sofort wieder raus. Ich da, hier. Hast du schon einen Kürbisseed gekriegt? Nein. Ja, yeah, ich kann Bogen nutzen. Keinen. Pfeile hab ich, ist wo okay. Finde ich den? Okay. Passt Dankeschön. Bitte. Jetzt kann ich ein richtiger Assassine sein. Ich habe der keinen Kürbissamen so bekommen, als ich die Klasse gewählt habe. Dann gibt's ein, warte kurz. Keiner, kein. Slash Class, lass mich kurz nachschauen. Class. Moment, gleich alles. Ihr habt da ein dickes Brett vor eurer Nase zu stehen, da steht das drauf. Ja, da steht, dass ich einen Kürbissamen im Inventar haben müsste, den ich aber nicht habe. Du musst slash Class Auslassezeichen bar eingeben. Okay, slash Class. Wenn dann steht, dass es enabled ist, dann ja, kannst du Kürbissamen unten haben. Dann hab ich aber nicht. Bei mir nicht. Steht disabled oder enabled? Disabled. Soll ich Healer machen? Disabled steht. Ja, es muss enabled stehen. Welcher Wahltrigger? Oh ja, stimmt. Und jetzt? Soll ich Heiler jetzt kannst, werden? Jetzt gibst du slash class skills ein und dann kannst du es dingsen. Skillen. Okay, warte mal, testen. Der bleibt immer noch nicht unten drin. Hast du dort unten auch einen Platz frei? Ich, ja, natürlich. Es steht bei mir enabled. Dann musst du Keks fragen. Wer braucht noch ein Identifizierungsbuch? Terra. Terra? Ja, was hat denn? Identifizierungsbuch brauchtest du, ne? Nein, du brauchst das Schwert, du kannst das haben. Du musst ja eh Assassin. Er hat doch nicht tragen, oder? Achso, dann her damit. Probier's einfach mal aus. Geht ihr das nochmal? Will irgendwer von euch kämpfen? Ah. Ach, ich glaube. Ich muss das so machen. Slash Class Skills. Und jetzt muss ich es, glaube ich, reinhauen. Kann das sein? Bevor ihr gespielt habt, also wo noch richtige Beta war, gab es noch so komische Klick-Kombos. Also das war noch richtig cool. Ich hab ein Fanatic immer noch in der Beta. Ja, trotzdem noch Beta, sag ich jetzt mal. Mittlerweile ist es noch Beta. Close Beta, sag's einfach so. Okay. Ich kann's immer noch nicht reinhauen, ich bin zu blöd für. Du machst einfach gerne, mal einmal Rechtsklick auf den Ding. Ich würde gerne wissen, ob ich schon beim Schwert den Schaden mache. Ich muss Rechtsklick vorher drauf machen, oder wie? Komm mit. So, wer? Da lang. So. Komm mit. Ne, egal, hab ich halt keine Skills. Schade. Ja, bei mir funktioniert. Ich gehe in die Farmwelt und tu mir erstmal die Schweine töten. Ich auch, ich will trotzdem wissen, ob mein Schwert Schaden macht. Ja, dann komm mit. Bin doch da. Ich eile. Bock. Dann lass uns Schweinefleisch besorgen. Warte, Terra, ich komm mit. Ich warte auf dich. Oh, wo bist denn du? Ich bin jetzt bei den Federn. Dings. Ach, da. Genau da wollte ich und auch hin. Runter geht's. Hui. Boah, hier kann ich auch endlich wieder zaubern. Machen Sie hier die beiden Engel auf den Weg und holen das Fleisch. Genau. Warte kurz. Jan. Hä, ich kann dich hier nicht schlagen. Also, pass auf, jetzt finden wir keine Schweine. Ja, jetzt finden wir jetzt die ganzen Schweine weg. Don't warte, have permissions for this area. Komm weiter mit. Terra, guck mal jetzt runter, dann müsstest du mich sehen. Mach mit meinem Schwert keinen Schaden. Im Identifizierten. Ich mach One-Shot-Kill. Oh. Ups. Terra, wo bist du denn gekillt? Blacky, du hast mich gerade umgebracht. Ey! Alter, Black, Ja, ich wollte gerade das Schwein töten. Sehe ich aus wie ein Schwein? Ich bin ein Vogel, das sieht man doch. Ich weiß, ein ja, Schokobo, um genau zu sein. Ein Schokobo tötet jetzt, man. Jetzt du? Ist mein Bogen weg und meine ganzen Pfeile. Das liegt ja alles noch. Außerdem kann ich One-Shot killen. Ey, ich hab's gemerkt. Das ist voll lustig. Du bist voll der Mörder. Gar nicht. Ich hab mich verlaufen. Dann hab ich nicht.
So, das nächste Mal bitte aufpassen, wo du hinzielst. Wäre sehr nett. Jo. Ja. Ich möchte jetzt in der Aufnahme nicht fünfmal irgendwie zur Farmwelt laufen und dann zieht sich das wieder über 30 Minuten und ich habe nichts geschafft. Bin ich gerade angegriffen? Ich habe einen Pfeilhagel auf dich eingesetzt. Mit Arrow in der Nähe. Und wieder in die Farmwelt. Hallo. Wo mich eingesetzt? Das ist ein Skill von mir. Amboss. Super. Und ich eile zu meinem Bogen. Okay. Und hoch also hier. Ist auch nicht mein Bogen. Wo ist mein Bogen? Vor, jetzt aber. Meine Sachen am besten, Blacky, wenn du gar nicht mehr mit dem Bogen schießt. Ich hab bloß aufs Skelett zählt. Jetzt. Ich hab meinen eigenen Kopf gefunden. Weil ich dich geköpft hab. Das ist cool. Mit dem Bogen. Das ist geil. Das ist echt cool. Yeah, ich hab grad. Ich frag mich überhaupt, wo die ganzen Monster auf einmal herkamen, ne? Sonst haben wir die gesucht und ist dann keine da. Ja, guck mich mal an. Ich bin auf dem Weg wieder zur Farmwelt. Nein, wie hast du denn das gemacht? Cool, oder? Wie hast du das gemacht? Was denn? Hast du gerade den Skin geändert? Nein. Er hat den Kopf aufgesetzt. Weg, da. Kiwi ist gut. Das ist cool. So, Schweine töten. Terra, du Schlöcher von Pfeilen. Ich bin was? Schlöcher von Pfeilen. Ihr müsst mal bitte auf mich warten, da irgendwo liegt noch mein Kram und ich bin gestorben gerade. Wo bist du gestorben? Blacky muss auch gerade Schweine töten. Ja. Nö, ich. Okay. Bei der letzten Quest, da die kann ich nur mit irgendwie, keine Ahnung, viel Leuten machen. Dann lass uns machen. Die Schweine doch am besten für unsere Quests. In der letzten Quest, im letzten Teil, brauche ich irgendwie 20 Spieler oder so. Ich krieg eine Krise. Okay. Die kriegt man zusammen. Und beim ersten Dungeon brauche ich, glaube ich, 2-3 Leute, keine Ahnung. Das sind wir ja noch. Ja, ich muss dann aber Keks fragen, bin mir jetzt nicht genau sicher. Ich hab gerade Keks, kriegst du doch hinter Raum. Beziehungsweise war. Also es gibt nichts Nervigeres hier als die Spinnen. Ganz ehrlich. Ja. Wem gehört das Haus da hinten, das Holz? Das ist random generiert. Echt? Ja. Ja. Ich glaube, gibt's auch mehrere. Ich glaube, er Minz hat es gebaut, aber okay. Aber da haben wir schon 2 Stück von gesehen. So, ich habe meine Quest nein, noch nicht fertig. Ich hab noch nicht fertig. Aber ich kill mit 2 Schüssen. Jetzt ist fertig. Okay, ich mach wieder Slash, Spawn und gebe meine Quests ab und bin wieder schneller als ihr. Ich finde ja auch keine Schweine mehr. Ja, ich habe sie alle getötet. Da ist nur eins. Ich bin ein Schweinemörder. Und ich muss jetzt mal irgendwie wieder. Oh, jetzt stellt sich die Kuh in den Weg. Hat sie gerade getroffen? Ja. Wieso bist du nicht mal einen Shot gestorben? Darf ich es nochmal probieren? Ja. Ah, ich bin Krieger B, ich bin. Ork. So, Quest abgeben. Ey! Der Koch wird sich freuen. Komm später wieder, wenn du die nächste Aufgabe willst. Ich bin Level 4 und wieder anreden. Du bist tot. Besorge 3 komplette Eisenrüstungen und bring sie mir. Okay, das machen wir. Da können wir auch ganz raffiniert sein. Und uns diese Quest einfach dann, glaube ich, oder das Item können wir uns ja gleich aus der Box rausnehmen. Soweit das mitbekommen haben. Du musst es aber nochmal wegschmeißen und dann wieder einsammeln. Ich bring's dir einfach. So, wo haben wir es denn? Hier. 1, 2, 3. Ach, die Eisenkacke kann ich nicht aufheben. Weil ich Assassin bin. Schweinchen, wo ist denn das Schweinchen? Ich habe Angst. Ich kann's. Und da habe ich sie aufgehoben. Perfekt. Quest erledigt. Und jetzt aber will ich mein Inventar natürlich noch ein bisschen leeren. Hier. Jetzt habe ich langsam Schnauze voll hier. So, passt. Okay. Ich brauche Schweine. Jetzt hier sind richtig viele Schweine in der Nähe vom Spawn. Und jetzt reden wir ihn wieder an. Wenn das gehen würde. Kann ich wieder anreden? Geht das nicht? Manchmal geht's nicht. Stimmt irgendwas in der Konsole nicht. Ohne Starter. Ach, ich muss ihm von verschiedenen Dingen 3 Dinger geben, okay. Ja, 3 Helme, 3 Rüstungen, 3. Ich bin. Wenn es nicht instant funktioniert, musst du erstmal die Helme-Dings da aus dem Inventar werfen und dann wieder aufheben. Und wenn es die Rest aus der Kiste ist. Und perfekt. Ich hab jetzt 27. Ich hatte 20 und war fast fertig und dann bin ich gestorben. Und jetzt können wir
Boah. Ah ja, es klappt. Okay, Quest wurde abgegeben. Noch einer. Wollen wir dasselbe machen? Aber ich bin mir fast sicher, dass es heißt die Quest und nicht das Quest, wo oder? Wo bist du? Ich bin Dankeschön, wenn du gleich weiterarbeiten willst, sag Bescheid. Und ich bin Stufe 5. Ich bin gerade am Spawn. Und ich bin Stufe 20. So, was sagt er mir denn jetzt? Okay, ich komme spawnen. Die nächste Aufgabe wartet auf dich. Das Böse bedroht die Stadt. Tötet 30 Zombies und 20 Skelette. Oh, Blacky, schreib mir dann die so. Genau, das bin ich. Ich liebe diese Quest. Looten und leveln. Können wir nicht Keks kurz fragen, ob er uns wieder den Spawner hinbaut? Der Typ ist ja gerade nicht mal da, oder? Yay, ich bin Level 3. Jetzt bleib stehen. Da nimm. Der Spawner bleibt weg, den hat ja Minzi extra weggemacht. Also ich hätte nichts dagegen, ihn wiederzuholen. Bin ich ganz ehrlich. Es ist schön gemacht hier. Komm ich hier hin? Das war mein Arsch! Ich brauch 5 komplette Lederrüstung. Oh. Gibt's auch in der Box. Das ist der Magier-Typ, ne? Den kann ich aber nicht anreden. Aber ich kann mal in sein Haus gucken. Das sieht hier. Das ist richtig schön gemacht hier. Richtig schön. Aber hier sind nur 3 Lederrüstung. Ich brauch 5. Dann warte einfach, bis du wieder eine neue holen kannst. Wie ich mich gerade verfolgt fühle. Muss jemand mit in die Farmwelt? Wir sind gerade alle in der Farmwelt. Oh, ach so, na dann. Dann komm ich wieder. Du bist ja viel zu schnell, Terra. Ich bin schon mit der Schweinequest fertig. Ich muss jetzt wieder 30 Zombies und 20 Skelette töten, wie der Kiwi. Headshot. Langsam reicht's. Okay. Dankeschön. Bitte, da ist ein Schwarm. Sicher, dass Blacky nicht der Hero Brain ist? Nö. So, und jetzt geht's weiter. Sicher bin ich mit dem nicht, aber der hat so einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Du hast uns Hero Brain ins Haus geholt. Tut mir gar nicht, Leute. Ja, war mir klar. Ich bin die verkackte Prinzessin und so. Ja. Du warst. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, da ist mein erstes Skelett. Wie blick ich mal um mich rum, alles tötet. So, nur noch 19 Skelette und 30 Zombies. Das hört sich doch wirklich beruhigend an. Oh Mann. Und da, da sind schon 2 Zombies auf einmal. Das ist super. Da hinten ist ein Schwein, falls du noch was brauchst. Tot. Sogar 2. Brauchen tue ich noch jede Menge. Hier sind 2. Ich will jetzt aber endlich meine Skills haben. Das gibt's doch nicht. Hast du Skillpunkte? Gibt slash class info an. Man braucht Skillpunkte. Slash class info. Ich habe Punkte 3. Dann kannst du dir auch 3 Skills holen. Ach so, kann sein, dass ich vorher keine Skills hatte. Ja, das kann sein. Ich hab noch einen ganzen Punkt. Okay, warte, ich muss mir Platz im Inventar machen. Ich kann mir mal wieder ein Skill holen. Slash Class Skills. Okay, mal gucken. Okay, doch, nicht bei mir kosten die Skills mittlerweile 5 Punkte. Okay, Eisen. Das kann ich mir jetzt. Ich kann mir jetzt Pfeilhagel nehmen. Den hatte ich schon. Aber ich bin Level 5 und hab 3 Punkte. Ich bin Level 20 und hab 1 Punkt. Wie kann ich denn den Pfeilhagel benutzen? Aber wenn ich jetzt du holst den Kürbissamen ins Inventar, legst den Pfeilhagel auf den auf die Taste und dann aktivierst du das, indem du auf die Taste drückst. Aber in Chronika geht's nicht, weil die Magiergilde von Chronika das Zaubern in Chronika verbietet oder so. Ja, ich habe jetzt dieses Skillbar enabled. Enabled. Aber woher bekomme ich denn den Kürbissamen? Rechtsklick. Im Inventar einfach. Nein, wir haben ja keinen bekommen. Doch, du drückst einfach E und fahrst mit dem Mauszeiger dorthin und drückst Rechtsklick. Oh, das wusste ich nicht. Ich hab das die ganze Zeit gesagt, du Essiggurke. Ja, aber vielleicht weniger Essig und mehr Gurke. Ich versteh's auch nicht. Jetzt okay. Ich mache es. Hab ich so einen Samen. So, Kopfnuss reingezogen. Super.
Und jetzt, das ist die Heilung. Baum. Und jetzt. Ach, du bist Krieger. Ach, ach. Ja, ich bin Krieger. Ja, toll, jetzt hat er Kopfnuss. Ich hasse die Attacke. Was bringt die denn? Die bouncen Gegner irgendwie voll in die Luft oder so. Warte, die probiere ich gleich mal aus, die Kopfnuss. Jedenfalls macht Schaden. Weiß ja, ach, da muss ich dann auch die Taste für drücken, um die zu benutzen. Ja, anders geht es nicht. Okay. Also du hast nur ein Skill im ganzen Hotbar, weil dann kannst du einfach so hinscrollen. Und? In Chronika geht's nicht. Oh, okay. Und dann ich muss raufklicken und dann. Jo. Habe ich die. Das habe ich in der. Ah, okay. Probiere ich jetzt gleich nochmal aus. Jo, goldene Äpfel. Ja. Kann ich jetzt einen Skill aktivieren? Die 2, die hat mich geheilt und die 3, ich habe keine Ahnung, was die 3 bringt. Wie heißt der Skill? Die heißt Mana Rig X. Das regeneriert dein Mana. Und wo sehe ich mein Mana? Ach ja, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Oh. Du bemerkst es nur, wenn steht, du brauchst noch so und so viel Mana, um die Attacke auszuführen. Achso, okay. Kann man gleich mal hier Vorschläge bringen, dass man eine Mana-Balken auch noch hat. Ja, das. Dafür könnte man eigentlich unten den Dings-Balken nehmen. Keine Ahnung, wie der heißt. Experience-Balken. Ich das sterbe hier gerade gegen ein Skelett, weil ich im Wasser gefangen bin. Ich bekomme die ganze goldene Äpfel. Ha, geschafft. Ha, super, das ist richtig krass. Mit dem Beten-Skill kann ich mich 5 Herzen auf einmal heilen. Das ist richtig praktisch. Ja, kann ich den von dieser Leiste ziehen? Ich geh auf Monster, ja. Das verfälschtes Ergebnis. Was? Habt ihr mich gehört? Nein, was? So viele Dias in meinem Inventar. Kann ich jetzt so ein. Wie kann ich jetzt einen Skill in meine Leiste ziehen? So, du gehst ins Inventar mit E, dann im Hotbar drückst du einfach eine Zahl, auf die dir passt, also mit Rechtsklick, irgendwas von 1 bis 9. Dort erscheint dann ein Kürbiskern namens Unsigned oder so, oder Unassigned. Und dann gibst du /class/skills ein und dann wählst du den Skill aus. Zuerst musst du den Skill leveln. Also ich habe jetzt E gedrückt. Jetzt bin ich im Inventar. Jetzt drückst du auf eine Zahl zwischen 1 und 9 mit rechts. Echt? Jetzt ist dein Kürbissamen. Hey. Ist er bei dir da, der Kürbissamen? Ja. Super. Ich habe sogar 3 Stück jetzt. Ja, okay, jetzt gibst du /class/skills, ja? Bei mir ist der Pfeilhagel da. Wie benutze ich den jetzt? Auf ein Ziel oder dann einfach benutzen? Du musst mal auf ein Ziel, sonst steht kein Knie gefunden. Ja. Und jetzt kann ich da was rein. Jetzt musst du erstmal die Skills leveln mit Punkten. Und die Punkte kriegst du, indem du Quests machst. Und wenn du Quests machst, kriegst du Punkte. Ich habe jetzt 3 Punkte. Ja, okay, jetzt kannst du dir einfach 3 Skills aussuchen und die leveln. Für manche Skills brauchst du einen anderen Skill, damit du den überhaupt leveln kannst. Also sozusagen, ich kann jetzt Eisenschwert nehmen. Du kannst das skillen, was dir passt. Ist es schon immer so gewesen, dass in der Farmwelt so wenig Monster sind? Keine Ahnung, wo ich gespielt habe, gab es die Farmwelt noch nicht. Und woher da gab es noch die Spawner. Wo hast du die Monster herbekommen für deine Quest? Von den Spawnern. Oh. Das ist ziemlich einfach. Ja. Ich bin eigentlich auch nur dafür da gewesen, damit sie wisst, dass jede Quest geht. Ich glaube, es ist so anstrengend, 50 Mobs zu finden, wenn du alle 10 Minuten einfindest. Weil später kommen. Ja. Später kommen dann, glaube ich, auch die Kisten weg und dann musst du, keine Ahnung, richtig viel Scheiße farmen. Ja, wenn dann mehr Mobs auftauchen, dann geht das ja schon klar. Ja, dann sollen sie einfach die Spawn-Anzahl höher drehen. Ja. Jetzt sofort, bitte. Oh, 30 Zombies und 20 Skelette. Ja, ich auch. Das ist unnormal. Die Quest habe ich gehasst. Hast du sie jetzt auch? Für die habe ich einen halben Tag braucht, aber mittlerweile. Ich dachte, du hast einen Spawner. Ja, hatte. Ich habe es eh schon geschafft, aber ich habe für die richtig lang gebraucht. Mit Spawner? Yep. Ey. Weil zuerst gab es die Spawner nicht, dann, wo ich fast fertig war, gab es die Spawner. Achso. Dann hast du aber die Monster dann gefarmt? Wenn's doch in der normalen Welt. In der ganz normalen Welt, da sind irgendwie 3 Skelette rumgelaufen, das war's. Okay.
Ah, da müssen die noch einiges dran verbessern. Ja. Ich gehe jetzt in die Farmwelt. Viel Spaß. Ich bin schon. Ich habe erst gammel in der 8 von 50 Monstern gefunden. Ich gammel einfach in der Welt und erschieß Monster. Hüpf, 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 hüpf. Das sind so viele Tiere, keine Monster. Ja, das ist schon ätzend. Ich meine, aber so wenig Monster. Ich laufe jetzt wieder 3-4 Minuten hier rum. Das muss richtig spannend sein, hier zuzugucken. Zuhören ist gleich spannend. Und ich suche, und ich suche, und ich suche immer noch und finde nichts. Ist doch voll, als würde ich die ganze Zeit im Kreis laufen. Weißt du was, ich springe jetzt ins Wasser rein. Braucht irgendwie von euch einen Creeper? Ich habe ja einen gefunden. Ich schwimme jetzt so weit, bis ich eine neue Insel finde. Auf der ich brauche nur Skelett und Zombies. Später brauchst du auch Creeper. Ja, jetzt aber noch nicht. Du brauchst irgendwie 30 Zombies, 10 Creeper, keine Ahnung wie viel Zombie-Pigments, Skelette und Spinnen. Oh man. Ich konnte die Quests werde ich ja nicht mehr aufnehmen. Ich werde dann die Quests immer extern machen und noch immer aufnehmen, wenn ich eine Quest mache. Oder die Dungeons dann noch aufnehmen. Ja, ich bin jetzt in der letzten Quest, also bei der letzten Quest und muss jetzt 9 Dungeons machen. Okay. Wann muss man denn den ersten Dungeon machen? Ab der wie vielten Quest ungefähr? Ich glaube so ab der 10., 12. Okay. Ich kann immer vorlesen, welche Dungeons ich machen muss. Gerne. Also Wladimirs Grab, Creeper Hollow, Kino der Toten. Okay. Keine Ahnung, Kürbistan, keine Ahnung. Almarin, Lost Library, Fall of Heaven, Mystic Tower, Lost Mansion. Und in Lost Mansion ist Herobrine. Okay. Als Gegner. Und für die letzte Kacke brauche ich, wie gesagt, 20 Mitspieler oder so. Okay. Das wird sicher krass. Wollt ihr das schon mal getestet, der letzte Dungeon? Den gibt's noch nicht. Oh. Ich glaube, es gibt jetzt so die ersten 3 Dungeons. Kann auch total falsch sein und es gibt jetzt einen Dungeon, weiß ich jetzt nicht. Ich finde keine Monster und das macht langsam keinen Spaß mehr, die zu suchen. Ich muss unbedingt dann gleich mit den Admins reden. Ich finde hier auch nichts außer Creeper. Ja. Außer dann Creeper und Schweine. Mach mal so, dass ich jetzt wieder / spawn gehe und dann treffen wir jetzt mal alle kurz nochmal am Brunnen. Also gut, dass ich da gerade stehe. Bei einer Quest habe ich sogar mitgeholfen mit den Items. Okay, jetzt bin ich da. Ah, ich habe meinen Bogen weggeworfen. Ist nicht so gut. Wo bin ich denn? Ich bin hier, ich muss aber. Ah, okay, hier muss ich raus. Tada. So, dann beende ich diese Folge nämlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gibt nicht abschließen, dann gebt einen Daumen nach oben. Kommentare freue ich mich wie immer. Abo könnt ihr auch da lassen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Blub. Tschüss.